Hey, willkommen zurück zu Let's Play Mario Party Superstars. Heute werden wir die letzte Party auf Peachs Geburtstagstorte spielen. Ups, ich werde spielen. Ich stand von vorne. Und zwar mit Peach spielen heute. Macht am meisten Sinn, finde ich. Dann nimmst du noch Birdo, Mario und Donkey Kong mit. Deshalb werde ich keinen auf Extrem stellen, denn heute werde ich mal versuchen zu gewinnen. Und Extrem mache ich auch einmal nie wieder. Da habe ich an Daisy schon gemerkt, dass sie einfach so OP war. Und hier ist die Peaches Geburtstagskarte, die letzte Karte, auf der wir noch spielen müssen. Machen wir 20 Runden. Bonussterne machen wir das mal ein, also nicht klassisch. Minispiele machen wir an und das übliche. Let's go. Bin gespannt, wie die jetzt aussieht, die Map. Boah, dieser Glanz. Und die Spiegelungen. Da wären wir. Dieses Peaches Geburtstagstorte. Boah. Diese Torte ist einst für den Geburtstag einer besonderen Prinzessin entstanden. Sogar die Kerzen wachsen seinerzeit riesig. Wir waren seinerzeit riesig. Es war nicht leicht, sie alle anzuzünden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was wir jetzt feiern. Zu Recht. Nun, wir wollen wieder eine Geburt feiern. Die Geburt eines neuen Superstars. Alles klar, wir möchten, dass ihr euch darum bemüht, Superstar zu werden. Den Ehrgeiz dazu habt ihr alle, soweit ich sehe, also gehen wir die Sache an. Ich muss mich hier direkt mit was kümmern, wir sehen uns dann später. Am besten mit einem Toad. Gibt's ja auch Koopa-Backen, mal schauen. Alles klar. Dann leite ich euch ab jetzt wohl an. Spielst du mir erstmal auf diesem Brett? Ja. Prima, dann erkläre ich dir mal alles Wissenswerte. Oh, da hältst du eine Torte. Das Spielbrett sieht lecker aus, aber was sind das für Paare von Feldern in den Grün? Ja, Ereignisfelder. Vorsicht vor den Mauserfeldern und roten Feldern auf dem Weg über den Pudding. Wer aufmerksam ist, entdeckt in der Nähe des Puddings vielleicht sogar einen Goomba. Dieser Goomba entscheidet, welchen Weg du nimmst, also ruhig mal vorbeischauen. Zuerst würfeln wir um die Zugreihenfolge. Komm, das kann ich doch nicht verkacken. Bitte. Easy. Den ersten Zug macht Peach. Den zweiten sogar Donkey Kong. Den dritten Mario. Und Birdo startet zuletzt. Die Zugreihenfolge steht. Dann bekommen die für den Anfang ein paar Münzen. Hurra. Nicht so weh natürlich. So weit, so gut. Und wo ist jetzt der Stern? Hier ist der Stern. Auf dem Weg hierher solltet ihr unbedingt Münzen sammeln. Let's go. Nein, ist so weit weg. Jetzt ist alles bereit, dann legen wir mal los. Also Leute, gebt euer Bestes und viel Spaß. So. Nummer 6 auch nice. Na 3, okay. Oh. Willst du eine Erdbeerpflanze anpflanzen? Klein oder groß? Klein. Eine Piranha-Pflanze. Na, wenn das mal nicht ein echtes Praxisexemplar ist. Wenn ein Gegenspieler hier landet, klaut ihm die Erdbeerpflanze Münzen. Und die große klaut dann wahrscheinlich noch mehr Münzen. Oder einen Stern sogar. Aber einen Stern wäre schon ziemlich krank. Wo 30 Münzen dafür? Da wäre sogar, glaube ich, 50 Münzen würden die eher machen für so einen Sternklau. Oh Gott. Zum Glück ist sie nicht auf ein Ereigniswelt gekommen. Denn ich habe keinen Bock, dass die dann hier alle ihre Pflanzen bauen. Und mir Münzen klauen. Ich hasse dieses Spiel, aber okay, vielleicht schaffe ich es heute. Oh, statt aus natürlich.
Yo! Wie ich noch aufgeholt habe. Sehr schön. Da gibt es ja noch ein paar Münzen für. Perfekt. Als ob. Natürlich mache ich noch eine Verzehn. Wollte ich gerne eine große Pflanze hätte. Aber das kommt bestimmt noch dazu. Oh. Sieben, nice. Und schon sind die Münzen wieder drin, also ich habe sogar mehr bekommen. Die Piranha-Pflanze kann wohl noch ein weiteres Paar Münzen klauen. Wie? Hä? Ich dachte, es geht nur einmal. Aber dann nur zweimal anscheinend. Weil ein weiteres Mal. White Rods. Zehn sogar. Hä, und ist jetzt weg die Pflanze? Oh no. Sie kann sich eine große holen. Ah, es macht eine kleine. Alles gut. Ich habe ganz kurz gedacht, sie macht eine große. Sam ist zwar interessiert, aber... Oh, wait, der Stern ist ja gar nicht da unten. Das ist ja Bird schon lange. Ich wollte jetzt ausschneiden. Okay, oh Gott. Muss ich hinkriegen. Ah. Ah, das hab ich gerade aufgepasst. Ich habe dann kaum geschaut. Wie lange das mit mir gelaufen ist. Ja gut, ich habe den Finger verloren. Oh Gott, oder? Ich habe sogar gewonnen. Okay, es kam unerwartet. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwie... Egal. Ganz kurz, ich habe jetzt doch irgendwie verloren oder so. Weil der Boden gewackelt ist und alles zerbrochen ist. Aber nee, alles gut. Also, ich... So kleine Schritte heute. Ja, mein Bett ist doch ganz schön. Oh. Ne, ich will auch noch Münzen. Sogar weniger. Okay. Aber solange es so weitergeht, dass alle so kleine Schritte machen. Also Birdo, die ist irgendwo weiter vorne. Ist ja alles okay. Oh lol, wait. Ach, da geht's nach oben. Hä, ich dachte, es geht erstmal über den Pudding da drüben. Ah ne, da geht's dann erst danach hin. Wenn wir oben einmal im Kreis gelaufen sind. Alles klar. Ist gar nicht so großes Brett. Oh je, jetzt kann es werden. Nein. Wow. So unfair, Alter. Komm. Danke. Dass sie immer auf mich gegangen sind.
Aber irgendwie laggt es bei dem Spiel bei mir immer. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob es meine Switch ist oder ob es mein PC ist, obwohl, das kann eigentlich gar nicht sein. Der PC, der kann davon eigentlich gar nicht laggen, weil ja die Switch quasi... Was? So, na schon. Software Switch läuft das Spiel, nicht auf meinem PC. So, vielleicht komme ich ja damit sogar zum Stern. Ja, definitiv. Nice. Sehr schön. Perfekt. Heute hätte ich leider gar nicht gewechselt. Ist der immer da? Okay. Ich dachte, er wechselt, aber okay. Wenn mein Bowser vorbeikommt, dann kann man fast alle paar Runden einen Stern holen. Da bin ich echt überrascht. Gespannt jetzt drauf. Ja, krass, alle kaufen jetzt einen Stern. Ich war so lange gekommen. Der hatte keine Münzen dafür. Okay. Das wird, glaube ich, eine Runde mit sehr vielen Sternen. Na, genau. Das ist dann wahrscheinlich nicht, dass sie jetzt einen Stern hier drin finden soll. Gut, danke. 12 Münzen ist aber auch viel. So, komm. Sprungschanze, oh no. Wait, gibt's da wieder einen Trick? Warte mal. Wenn man es random spammt. Was? Okay, ich habe eine Idee. Ich habe schon mal wieder komplett komisch. Und spam jetzt einfach. Haltet ihr das? Ja. Okay. Easy. Also, der Trick ist echt mega nice. Boah, kommst du endlich mal ansatzweise ran. Bin auch schon mal was für ein, wie weit ein Dingsbot kommt. Ein Extrembot bei diesem Training. Ich glaube, wir können es sogar bis 4000 schaffen. Alles klar. Das ist wirklich ein easy win für mich, weil ich habe einfach random Knöpfe gedrückt. So, ich muss mindestens zum Laden kommen. Schade. Was? Wait, what? Bin ich runtergefallen? War das jetzt gut für mich? Weil ich bin ja wieder bei den ganzen Pflanzen unten. Aber ich komme schnell zum Stern. Oh, was aussuchen? Das heißt Glück jetzt, dass er unten lang muss, oder? Okay. Und schlecht heißt es, wenn ich dann rechts. Alles klar, da will ich auch noch vorbeikommen irgendwie. Muss ich mir alles anschauen. Ob da jetzt andere Sachen verkauft oder so. Oder ob das genauso wie bei Yoshis Insel ist. Ob sie auch runterkommt.
Oh. Gumbas in Farbe. Oh, muss ich immer hoch runter bewegen bei dem Joystick. Aber okay, krieg ich hin. Meist sind ja die letzten Sekunden ja entscheidend, oder? Und das eine Gumba. Oh, schade. Hör. Ja, super. Jetzt meine ich, wir waren die ganze Zeit endlich wieder dabei. Aber zum Ende, warte, was? Oh, wie gemein. Oh, cool, dass am Ende noch was passiert. Ich soll keine Cut ziehen. Ah, die 53 Münzen schon wieder. Aber dann gibt es ja keinen Hundepfeifer, oder? Was? Oh! Den gibt es ja, okay. Was, die Brennfässer gibt dir Münzen, du kommst. Da kommt Freude auf, oder? Okay, danke. Ich will sie groß machen. So groß gleich. Sieh mal, wie schön die Erdbeerpflanze hier wächst. Die Pflanze wird anscheinend von Münzen jetzt einen Stern klauen. Krass, oder? Übelst krank. Stern? Aber auch nur einmal wahrscheinlich, oder? Aber sonst wären 30 Münzen viel zu wenig dafür. Viele Münzen, große Pflanzen gibt es jetzt. Stimmt, vorher dachte ich ja, dass Birdo eine große gepflanzt hat, oder? Nee, sie hat auch eine kleine gepflanzt. Bin mir mal gar nicht ganz sicher. Boah, immer noch nicht beim ersten Stern. Der Arme. Nein. Die würde sich eh jetzt einen großen Dings holen. Was? Okay. Ja, eine große Pflanze gibt es bisher. Aber nach zweimal war eine Pflanze nicht weg. Krass. Montys Rache. Ach Gott, nicht das. Ah je. Da hat Daisy jetzt mal so rasiert. Sekunden war ich. Oh, die waren mal 14. Ich glaube, besser als letztes Mal, aber ich glaube nur so 8 oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Dafür war ich ja richtig schlecht und Daisy hat richtig rasiert. Oh, wie riesig diese Pflanze ist. Okay. Da können wir noch eine Pflanze reinpflanzen. Oh. Komm, gönn. Ich meine, die Torte ist eh für Peach. Okay. Alles gut.
Oh. 9. Ist es bei mir? Meine Pflanze? Fast, okay. Hätte sein können, aber hätte ich keinen Stern. Ey. Der wird so mit Items zugespammt. Mario kann sich jetzt auch endlich mal einen Stern holen. Von diese Figuren da am Rand der Statue ganz nice. Am Rand des Kuchens. Yoshi sehe ich da, Donkey Kong. Wahrscheinlich auch Mario und Luigi. Und jetzt oben habe ich eine Krone gesehen. Ja, das Mario. Und Luigi. Und wait, Wario ist hinten auch? Ey, wie viele gibt es denn auf der Statue? Auf dem Kuchen. Und fast wäre sie auf mein Dings gekommen. Nee, doch nicht. Fischfutter. Nein. Ah, gut. So, wechsel mit einem anderen Minispiel. Warum ist der Klang so schnell? Was? Nein! Das... Hä? Ich war auch auf den Stufen. Oh Mann. Das ist ein Pech, aber auch. Oh no. Oder? Oh, das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, da keine Münze mehr für einen Stern, aber die kriege ich noch irgendwie zusammen. Von einem Minispiel oder so. Aber mir gehören echt die meisten Pflanzen. Ich meine, ist ja auch Peaches Torte. Also manchmal verstehe ich echt nicht. Ich meine, warum zieht er sich jetzt Münzen ab? Ah, weil Peach Geburtstag hat. Oder hä? Egal. Ein paar 10 Münzen ist aber auch echt viel. Alle haben Glück bisher. Okay, wahrscheinlich bin ich auch der Nächste, der Pech haben wird. Oh, nee. Vielleicht haben jetzt alle Pech. Ja. Oh je. Das wird jetzt echt lustig. Aber das ist ganz okay. Bin ich gar nicht so schlecht drin. Wo? Hä? Oh Gott. Ich hab sehr auf Bowser geachtet. Wir ignorieren bitte das, was ich gerade gesagt habe. Birdo, bitte. Wenn ich verkacke, müsste schon alle verkacken. 10! Jetzt haben wir doch 2 wieder. Das heißt, wie sie gewinnen können. Komm, jetzt das große. Hä? Hab ich schon auf stark gestellt oder habe ich doch normal gelassen? Ich hoffe, ich habe es auf stark.
Himmelsstürmer. Ja, das Spiel mag ich. Nein! Ja, ich habe eh verloren. Ich habe eh verloren. Ich war richtig schlecht heute. Also in diesem Spiel gerade eben. Heieiei. Ich glaube, ich war letzter, oder? Ich habe keine Münzen bekommen. Schade. Boah, schau, ich komme jetzt nicht direkt zum Stern. Ja, super. Genau 10. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. 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 Ich habe nichts gesagt. Das war so geplant. Ich wusste, dass das ein Block ist. Wie nice. Mach dann keine 10. Ich verstehe es nicht ganz. Krass. Also, es sieht gut für mich aus. Ich bin schon Erster. Oh. Oh. Aber sie verschwindet. Das ist gut. Weil ich habe irgendwie mitbekommen, dass die eigentlich gar nicht verschwinden. Aber dann haben sie es jetzt irgendwie nachgepatcht, dass sie jetzt auch verschwinden. Es ist auch viel fairer so und viel besser. Warum machst du das denn nicht groß? Das verstehe ich auch nicht. Weird. Steinige Straße. Oh ja, das mag ich, das Spiel. DK. Oh no, ich kann was fern mit dem Bot. Ja. Nimm einen kleinen Vorsprung. Okay, mach einen Stein fertig und dann. Boah. Das ist ein Krampf mit dem Bots. Dass sie nicht einfach den draufhauen die ganze Zeit auf einen Stein. Mit dem Kick von Peach. Habe egal geschafft. Doch, waren schon richtig große Hände, muss ich sagen. Das ist mir nie richtig aufgefallen. Oder habe ich es jetzt gemerkt? So, komm. Ich will jetzt mal zum Goomba kommen. Ah, ja. Ich kam sehr weit. Du hast ja erster Stern für DK. Hat er nicht zwei? Komisch. Vielleicht habe ich gerade vertan. Stimmt, DK hat keine Münzen.
Ja, hier war einfach immer eine große Pflanze.